Hey Leute, ich bin's Phil und heute spiele ich mal wieder eine weitere Map und in dieser Map ist diesmal die Aufgabe auszubrechen und zwar bin ich in einem kleinen Haus gespawnt und der Start ist diesmal echt ganz cool aufgebaut, habe ich bisher so noch nicht gesehen, deswegen starte ich auch hinten, weil es einfach keine Perspektive von vorne gibt, also jetzt bin ich gerade in einer ganz normalen F5 Perspektive, aber ich sehe mich nicht selbst, so bin ich normal und hier von hinten und hier kann ich jetzt einfach mal About klicken. Ja, und da steht nochmal alles, was man machen kann. Also das ist quasi eine Map, wo man aus einem kleinen Haus, Schloss, was auch immer, ausbrechen muss. Und man hat auch eigene Crafting-Rezepte, die man halt rausfinden muss. Also man kann nichts Falsches craften, das steht schon mal fest. Aber man muss auf jeden Fall verschiedene Wege herausfinden, verschiedene Items bekommen und Sachen craften, um auszubrechen. Also Leute, schon mal zu Anfang, falls ihr mehr von sowas sehen wollt, lasst gerne mal ein Like da, auch ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Noch eine ganz kleine Info, bevor das Video losgeht. Und zwar habe ich natürlich auch Instagram. Dort heiße ich wie auf YouTube, Let's Phil. Und hier kann man so ein paar aktuelle Bilder von mir sehen. Und da würde es mich auf jeden Fall freuen, falls ihr es noch nicht gemacht habt, mir auf jeden Fall folgen. Mein neuestes Bild liken, könnt ihr gerne machen. Und das alles natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ansonsten würde ich sagen, jetzt viel Spaß mit der Map. Und ich würde sagen, ich klicke jetzt gleich mal auf Start Map. Let's go. Und jetzt kann ich mich endlich nochmal bewegen. Hier bin ich gespawnt. Und das sieht echt mega klein aus. Was haben wir hier? Wir haben eine Notiz bekommen. A piece of note. Maybe if you find the other three, you can make something. Es gibt also noch drei andere. Vier insgesamt. Gut, in der Crafting Bench kann natürlich nichts sein. Da vorne geht's weiter. Oh mein, ich glaube mal, da steht sogar im Text. Ich glaube mal, da geht's raus. Dann hier drin ist noch einer. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Jetzt habe ich schon... Ja gut, zwei noch fehlen mir jetzt. Wo können die anderen sein? Da dran hängt keiner. Der Map-Ersteller auch selbst hat gesagt, dass es ja nicht so lange geht. Also wenn man drauf kommt, dann ist es echt easy. Moment, hier gibt es Kleidung. Die ziehe ich mal überall aus. Gibt es dahinter noch irgendwas? Ich mache mal die Tür zu. Geht es überhaupt? Nee, das geht leider nicht. Habe ich da oben schon geschaut? Nee, aber ich habe das Gefühl, es ist was in einem Gemälde drin. Ja komm, das ist doch safe so, oder? Nee, irgendwie nicht. Okay, ich probiere es jetzt nochmal. Ich glaube mal, da ist echt nichts drin. Nee, okay, gut. Ja, den Sprung hätte ich jetzt nicht geschafft. Was kann es dann... Oh, die Blume vielleicht. Oh, nice. You found something in a pot with the flower. Nein, okay, jetzt habe ich sogar drei Stück und... Ah, das waren die letzten zwei. Zwei auf einmal. Jetzt habe ich vier Stück insgesamt. Und jetzt kann ich was craften. So, das kann ich alles mal anziehen. Habe ich wenigstens eine kleine Rüstung. Die Frage ist jetzt... Ja, was kann ich hier craften? Das geht schon mal nicht. Also Schuhe sind es nicht. Jetzt irgendwie... Keine Ahnung, wie ich es anordnen soll. So, Moment. So vielleicht. Und dann die Blume in die Mitte. Das wäre auch irgendwie... Nee, das wäre zu kompliziert. Ich glaube mal, es gibt auch keine Tipps irgendwie für das Crafting-Rezept. Also es muss ja was mit 4 sein. Und ja gut, die kann ich irgendwie nicht stacken. Warum auch immer. Das ist es auch nicht. Blume hat halt nichts damit zu tun. Wie soll man aber da drauf kommen, bitte? Nee, vielleicht alle oben. So. Gut, vielleicht gibt es irgendwie doch noch einen Hinweis. Kann man hier irgendwo durchlaufen? Das geht leider natürlich auch nicht. Aber warum sind hier die Teppiche so komisch? Kann man hier irgendwo runterfliegen zufällig? Ich laufe jetzt mal alles ab, aber ich glaube mal eher auch nicht. Aber vielleicht gibt es ja doch noch ein Versteck. So, jetzt bin ich einmal drum gelaufen. Jetzt noch einmal hier. Und da ist aber leider, glaube ich mal, auch nichts mehr in der Mitte. Hier nochmal. Ne, okay, und dahinter. Ah gut, da könnte man auch nochmal so eine Kiste oder so verstecken. Das ist auch eine gute Idee, aber da ist auch rein gar nichts. Muss ich da vielleicht irgendwas machen? Kann ich da was machen? Ne, da kann ich nichts mit anfangen. Jetzt muss ich halt nur noch das Crafting-Rezept rausfinden. Also, ah Moment, a piece, okay, also a piece of notes. Vielleicht doch nur mit den drei? Maybe if you find the other three, you can make something. Irgendwie so. Ja, ich probiere jetzt wirklich mal alles aus. Es kann ja nicht so schwer gehen. Vielleicht einfach nur doch drei. So, hier irgendwas. Wie soll man denn da drauf kommen, Leute? Also das verstehe ich echt nicht. So einen kleinen Tipp oder so. Irgendwie so ein Gemälde an der Wand, was es sein kann. Vielleicht irgendwie eine Art Schlüssel, dass ich hier durchkomme, weil da geht es weiter. Aber ich habe halt keine Ahnung. Ein Schlüssel. Wie sieht ein Schlüssel aus? Zum Beispiel so. Nee, so auf jeden Fall nicht. Also keine Ahnung, wie das hier machbar ist.
Leute, das Walkthrough geht schon mal echt ziemlich kurz, also nur 1:12. Es gibt auf YouTube von dem Ersteller selbst so ein kleines Tippvideo und jetzt bin ich mal gespannt, was es sein kann. Also das Ganze macht halt schon ziemlich schnell. Ich lasse mich natürlich nicht spoilern, aber... Oh nein, oder? Was? Da hätte ich drauf kommen müssen. Oh mein Gott, okay. Gut, es steht ja auch da, also a piece of note. Maybe, ja gut, also eine Notiz. Na gut, es geht eigentlich. Man muss einfach nur die 4 hier hinlegen. Geht's auch so, wenn ich die hier so hinlege? Ja, es geht auch. Gut, in jede Ecke, in jede Richtung. Schade. Und jetzt habe ich hier ein anderes Item bekommen. Was steht jetzt hier drauf? Behind a wall of knowledge lies a door of steel. Spin the wheel and your escape may be revealed. Oh, okay, das hat sich schön gereimt. Should you ever find yourself in need, use a paper of directions to find your way. Alles klar, also es gibt ja hinter einer Wand von Wissen eine Tür aus Stahl und man muss das Rad halt drehen, um auszubrechen. Und wenn ich mal Hilfe brauche, so was steht da noch, dann use the paper of directions to find your way. Na gut, das werde ich wohl noch herausfinden. Jetzt will ich keinen Tipp mehr verwenden. Also jetzt kann ich hier vielleicht die Tür so öffnen. Ja, das hat geklappt. Und dahinter ist eine Tür aus Stahl. Spin the wheel. Ich muss jetzt irgendwie ein Rad bekommen. Das sind Spinnnetze. Da ist schon mal, das sind Schienen. Was kann ich aus Schienen machen? Das sind Eisenbachen. Okay, ich glaube mal, ich komme sogar schon direkt drauf. Moment, warum kann ich das nicht stacken? So, jetzt. Ich habe jetzt nämlich 2 Schienen, ein Eisenbachen. Hier ist überall Eisen, da ist nichts mehr. Und hier ist einfach nur ein Rahmen. Gut, das ist halt jetzt nochmal eine Eisentür. Oder eine Stahltür, eher gesagt. Kann ich jetzt irgendwie... Geht es, wenn ich die Schienen hier hinlege? Ja, dann habe ich Eisen bekommen. 5 Eisen sogar. Okay, ich weiß nicht, ob das jetzt extra so verändert wurde, ob es normal auch so viel gibt, aber vielleicht. Jetzt muss ich nochmal das Crafting-Rezept rausfinden. Muss ich jetzt quasi. Ja, irgendwie so ein. So vielleicht? Nee. Aber ein Rad, spin the wheel. Ja, irgendwie so quasi. Das ist ja auch immer so bei großen Türen, dass man sowas drehen muss. Das muss ich jetzt herausfinden, wie genau das geht. Ja, gut, aber. Glaub mal, ja, ich finde es auf jeden Fall noch heraus. Ich muss jetzt einfach nur irgendwie probieren. Ja, so hätte es sein können. Leider auch nicht. Aber Moment, was steht nochmal alles da drauf? So, das lese ich mir jetzt nochmal durch. Also, should you ever find yourself in need, use the paper of directions to find your way. Ich weiß nicht, was das genau so bedeuten soll. Also, spin a wheel and your escape may be revealed. Muss ich das Papier vielleicht noch dazulegen? Ich glaube mal nicht. Das, na gut, das wäre ziemlich random. Vielleicht brauche ich ja auch mehr Eisen dafür. Stimmt, das ist... Okay, das ist eine Kettenhose. Wir haben noch einen Helm. Kann ich den jetzt einfach so da reinlegen? Okay, ich glaube mal, ich komme der ganzen Sache schon näher. Jetzt habe ich 8 Eisenbachen. So, jetzt lege ich die hier mal rein. Ah, nee, so nochmal. Okay, aber das ist natürlich noch nicht. So, das hat auch nicht geklappt. 4 Stück habe ich jetzt noch. Vielleicht so. Auch nicht. Was kann ich mit 8 Eisenbachen... Moment. Was war das gerade? Das war jetzt gerade zufällig. Eine Lohnroute kommt jetzt hier raus. Oder, ja gut, ein Item, das ich noch brauche. Einfach ganz zufällig jetzt hier angeordnet. Warum kam das vorher noch nicht? Keine Ahnung. Habe ich das noch nie so angeordnet, dass jetzt Lohnrouten rausgekommen sind? Aber gut, ich glaube mal, ich will nicht alle irgendwie zu denen machen. Vielleicht brauche ich auch nur eine. Ich probiere das jetzt mal so. Nee, so geht's aber nicht. Ich glaube mal, ich muss doch alle verwenden. Aber wenn ich jetzt was falsch mache, ich glaube mal, da kann man nichts falsch machen. So, das Ganze ordne ich jetzt nochmal so an. Es hat geklappt. Okay, gut. Also wenn es jetzt nicht funktionieren würde, wenn man zum Beispiel noch ein Eisen dafür brauchen würde, dann, ja gut, wäre die Map schon gefailt, weil ich halt keins mehr hätte. Aber jetzt habe ich endlich das Rad bekommen. Das habe ich auch echt die ganze Zeit versucht zu craften, irgendwie so halt anzuordnen. Klar, dass es halt aussieht wie so ein Rad, das man drehen kann. Aber gut, so hat es anscheinend geklappt. Und jetzt kann ich das endlich hier platzieren. Und es passiert noch nichts, aber vielleicht drehe ich das jetzt einmal. Nochmal. 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 Doch, es hat geklappt. Jetzt auf einmal. Und hier steht, congratulations. You have successfully escaped from the mansion. Open the door to check out the map. Ich bin also erfolgreich hier aus dem Schloss, aus dem kleinen Haus, was auch immer, ausgebrochen. Und jetzt bin ich hier nochmal im Zuschauermodus und kann mir die ganze Map nochmal anschauen. Das war halt auch mal wieder echt eine richtig kleine Map. Und da sieht man aber trotzdem, dass sie so einige Command-Blocks hat. Hier, Map Reset. Was steht hier? Resummon Menu. Man kann sogar die Map resetten. Das ist auch nicht schlecht. Flow Note, Peace, Full Note.
Also es gibt hier eigentlich echt nicht viel. Also man könnte die Map theoretisch, wenn man ganz, ganz schnell ist, in 30 Sekunden safe schaffen. Ich glaube mal, ich lag echt gut in der Zeit. Also so 5 bis 10 Minuten stand auch auf der Webseite, dass man ja so circa die Zeit braucht für die Map. Und ich würde sagen, diesmal starte ich aber mal einen kleinen Rekordversuch mit einer Stoppuhr. Und die Map geht ab jetzt los, liebe Freunde. Okay, und zwar waren hier schon mal so zwei eigentlich drin, oder? Ne, nur einer. Okay, dann muss, glaube ich mal, das habe ich gar nicht gefunden. Der war in den Schuhen drin, das letzte Mal. Ja gut, das heißt, jetzt habe ich schon 4 Stück. So, die kann ich jetzt hier alle craften. Jetzt habe ich die Karte bekommen, kann es hier aufmachen. So, da ist nochmal Eisen drin. Hier ist keins. Eine Schiene brauche ich auch. So, die zwei Schienen kann ich auch mal so zu Eisen machen. Dann brauche ich die Lohnrouten. Moment, jetzt fehlt mir aber noch ein Eisen irgendwie. Warum ist da keins drin? Ah, Moment, ja klar, ich muss noch den Helm so auch zu Eisen craften. Jetzt habe ich alle Lohnrouten fast. Und jetzt habe ich das Rad hier. Das kann ich da dran platzieren, ganz oft drehen. Und jetzt glaube ich mal, habe ich die Map schon geschafft. Ja gut, stopp. Jetzt habe ich insgesamt 47 Sekunden dafür gebraucht. Aber ich denke mal schon auch, dass man es, ja, wenn man ganz schnell ist, in 30 Sekunden schafft, Leute. Aber darauf muss man halt erstmal kommen. Aber ja, wie gesagt, falls ihr mehr von sowas sehen wollt, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da, auch ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ansonsten könnt ihr auch noch gerne alle anderen Links in der Videobeschreibung auschecken, wie Instagram, Snapchat, könnt ihr mir gerne folgen. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder im neuen Video. Haut rein und ciao!